Um hier jetzt etwas Ordnung in die Vielfalt zu bringen, möchte ich so eine kleine historische Semantik versuchen, nämlich ein Versuch darzustellen, wie verschiedene Philosophen zu diesen Themen Stellung bezogen haben, beziehungsweise welche Definitionen, Konzepte hier vorgelegt worden sind. Und für die historische Semantik ist sicher ein Philosoph ganz wichtig, nämlich Thomas Hobbes. Also Thomas Hobbes, der Philosoph des Absolutismus, Autor des Leviathan, einer, der durchaus etwas von Macht verstand, und zwar in seiner Schrift vor Menschen in Paragraphen 12 definiert er Humor und Komik als einen Akt der Selbstaffirmation. In einem solchen komischen Verhältnis setzt man sich herauf, um den anderen herabzusetzen. Es wird also eine Asymmetrie hergestellt. Es ist ein Affekt der Selbstbestätigung. Dieses Heraufsetzen und Herabsetzen, darauf kommt es eigentlich an, und man sieht schon in dieser Asymmetrie, dass es immer dann ein Oben und ein Unten gibt. Und es ist letzten Endes bei ihm eine Form der Selbstbestätigung, eine Form der Selbstbestätigung. Er spricht, hat immer die Formulierung von Inferiorisierung und Superiorisierung. Da sieht man also, dass es immer um diese Asymmetrie geht. Man kann sich das sehr einfach vorstellen. Jemand verspottet einen anderen, setzt ihn herab aufgrund eines Defektes, aber weil man selbst diesen Defekt nicht hat, setzt man sich herauf. So funktionieren ja auch häufig die Witze über Randgruppen, über soziale Randgruppen. Dies hat natürlich auch seine Auswirkungen gehabt, etwa auf die Porträtmalerei im Absolutismus, und danach wird kein Herrscher lachend dargestellt. Würde er lachend dargestellt, wäre er nicht absolut, denn er würde sich ja heraufsetzen auf Kosten der anderen, er würde sich abhängig machen. Das Keep Smiling der heutigen Politiker ist gewissermaßen dann eine demokratische Variante zu diesem Thema. Eine Frage wäre natürlich in diesem Zusammenhang, muss man sich herabsetzen lassen? Schützt eigentlich die Menschenwürde einen nicht vor solchen humoristischen, komischen Verfahren der Herabsetzung? Und man könnte sagen, ja doch, es gibt einen naturrechtlichen Schutz, einen Schutz der Menschenwürde. Gewissermaßen die Geburt des Naturrechts oder der Menschenwürde aus dem Geist der Komik, aus diesem Verbot herabgesetzt zu werden. Mit diesen Formen der Herabsetzung und Selbstherabsetzung arbeitet dann eigentlich sehr stark der jüdische Witz. Im jüdischen Witz geht es ja darum, dass der Jude sich selbst herabsetzt, sodass der Antisemit, wenn er ihn in einem Witz angreifen möchte, gar nicht treffen kann. Er hat sich so herabgesetzt, dass dieser Witz über ihn an ihm vorbeigeht. Das ist eine Form von kultureller Überlegenheit. Der Witz ist hier eine Form des Widerstandes. Ich möchte da ein Beispiel bringen aus der Sammlung jüdischer Witze von Salzia Landmann. Da kommt einer zum Rabbi und sagt, lieber Rabbi, ich habe die schönste Frau im Städel. Dann sagt er zu Rabbi, da wäre ich gar nicht so stolz darauf, deine Frau hat mindestens noch 4 Liebhaber. Sagt er, was soll's? Ne? Lieber mit 20% an einer guten Sache beteiligt sein, als mit 100% an einer schlechten. Hier hat also bereits der Jude sich herabgesetzt, das, was ihm vorgeworfen wird, in einer Form der kulturellen Überlegenheit, einer Form des Widerstandes. Und das ist so etwas, es gibt andere Elemente, aber eine ganz wichtige Mechanik des jüdischen Witzes. Natürlich, Komik und Macht, Lachen und Macht spielt natürlich eine Rolle im gesellschaftlichen, politischen Bereich. Deshalb sind auch für Diktaturen Lachen immer ein Politikum. Lachen hat einen subversiven Charakter, und zwar aus folgenden Gründen. In der Komik, im Humor durch das Lachen, das ist ja eine der Strategien, man nennt das die Inversion, man kann etwas verkehren, man kann etwas ins Gegenteil überführen, Mann zu Frau machen, oben zu unten, und diese Inversion sind eigentlich das Subversive, deshalb muss dann die Zensur eingreifen. Aber was noch wichtiger ist, neben der Inversion, ist das, was Komik überhaupt auslöst, nämlich einen Perspektivenwechsel. Dieser Perspektivenwechsel, man sieht die Sache anders, hat eine neue Perspektive, legt die Scheuklappen ab. Und das kann eigentlich in einer Diktatur, wenn ein Perspektivenwechsel durch Komik angesagt ist, sehr destabilisierend wirken. Aber der Perspektivenwechsel der Komik wird auch eingesetzt als Instrument oder als Folge einer Humortherapie bei Menschen, die krank sind, dass sie rauskommen aus dem Loch, aus ihrer Depression,
eine neue Perspektive aufzuzeigen, indem die Humortherapie hier ansetzt, der Perspektivenwechsel. Und dann, und das ist auch aus der Evolutionstheorie heraus so häufig verstanden worden, hat Komik, das Lachen, etwas zu tun mit Dominanzverzicht. Wenn der Chef lächelt, verzichtet er im Augenblick auf seine Dominanz, seine Überlegenheit. Es hat einen egalitären Effekt. Das sind ganz wichtige Dinge der Komiktheorie und überhaupt der Lachforschung, diese Inversionen, diesen Perspektivenwechsel und diesen Dominanzverzicht zu thematisieren. Und aus dem geht natürlich auch hervor, aus dem Perspektivenwechsel, dass Komik, das Lachen durchaus etwas mit Innovation zu tun hat, wenn man die Perspektive wechselt, dass durchaus ein kreatives Potenzial im Lachen, in der Komik, im Humor durchaus stecken kann. Nun, in der historischen Semantik ist natürlich auch Jean-Paul seiner Vorschule der Ästhetik sehr berühmt geworden. Er sieht das Komische und Lächerliche im Gegensatz zum Erhabenen und er sieht das Komische als eine unendliche Ungereimtheit, ein sinnlich angeschauter, unendlicher Unverstand nennt er das. Also dort, wo eine Handlung ein falsches Mittel ist, wo eine Lage den Einstellungen nicht entspricht, wo Handlung und Situationsanalyse denjenigen, der handeln möchte und eine Situation analysiert, Lügen straft, dort entstehen eben diese unendlichen Ungereimtheiten. Und unendliche Ungereimtheiten, ein unendlicher Unverstand, ist eben das, was sichtbar wird. In einer ganz anderen Weise haben die Philosophen des Idealismus, des deutschen Idealismus, die Komiktheorie oder Humortheorie verstanden, nämlich als Diskurs der Freiheit. Ich möchte da zunächst einmal auf Hegel in seiner Ästhetik verweisen. Für Hegel ist Komik und Humor oder die Komödie überhaupt die Form, in der das Subjekt zum Meister aller Verhältnisse wird. Zum Meister aller Verhältnisse zu werden heißt natürlich, hier kann sich die Freiheit voll entfalten, der Perspektivenwechsel und so weiter. Es gibt nur eine Grenze und diese Grenze nennt Hegel die substanzielle Welt. Man kann also zum Meister aller Verhältnisse der Wirklichkeit werden, darf aber die substanzielle Welt, etwa die Moral, nicht verletzen. Es wäre ja auch nicht komisch, wenn jemand sich zum Meister aller Verhältnisse macht und dies im Rahmen eines Verbrechens sich vollziehen würde oder vor uns hingestellt würde. Das ist einmal Freiheitsdiskurs, Meisterschaft und Grenze in der substanziellen Welt. Und auch Schelling hat in seiner Kunstphilosophie dieses Thema aufgegriffen der Freiheit, nämlich das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit. Schelling meint, jedes Gegensatzverhältnis wie Freiheit und Notwendigkeit und seine Umkehrung sei ein komisches Verhältnis. Anders gesagt, dort wo die Freiheit als Notwendigkeit und die Notwendigkeit als Freiheit auftaucht, also in dieser Umkehrung und Verkehrung des Gegensatzes. Dort erleben wir etwas Komisches, das löst Lachen aus. Im Gegensatz zur Tragödie, wo Freiheit und Notwendigkeit eins werden, also eine Indifferenz darstellen. Die Tragödie ist die Indifferenz, das Komische ist eine Umkehrung von Gegensatzverhältnissen. Also ein Slapstick, jemand sagt, ich gehe zur Tür hinaus, seine Intention und stößt mit dem Kopf an den Rahmen, dann ist die Freiheit gebremst durch die Notwendigkeit und so weiter. Das wäre so eine ganz simple Form eines komischen Effekts, wie wir ihn im Slapstick haben. Und das kann man natürlich noch weiter ausbauen. Nun, der Ahnvater des deutschen Idealismus, Kant, hat in Kritik der Urteilskraft in dem berühmten Paragraph 54 definiert, das Lachen ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung ins Nichts. Er nennt auch zwei schöne Beispiele. Ein Indianer, der sieht, wie aus einer Flasche Bier herauskommt und es schäumt. Und er fragt, ja, wie habt ihr den Schaum in die Flasche gebracht? Das ist eine Erwartung, die ins Nichts sich auflöst. Oder beim Leichenbegängnis das Geld für die Trauerleute. Je mehr Geld er den Trauerleuten gibt, umso mehr freuen sie sich. Sie sollen aber am Grab nicht Freude zeigen, sondern Schmerz. Das heißt also, sie zu bezahlen, damit diese Leistung steht, da entsteht auch wiederum eine Paradoxie. Für Kant ist es eigentlich interessant, dass diese Verwandlung, diese Erwartung in ein Nichts durchaus psychosomatisch zu begreifen ist und eigentlich dann später bei Freud in seiner Theorie eigentlich eine Ausformulierung dieses Aspekts gefunden hat. Schopenhauer hat
die Komik und Humor wiederum ganz anders verstanden, nämlich in der Tat als einen Kontrast oder als eine Inkongruenz in Welt als Wille und Vorstellung. Er geht nämlich davon aus, dass komische Verhältnisse, humoristische Verhältnisse immer solche sind, einer inadäquaten Subsumption, das heißt dort, wo Begriff und Anschauung nicht zusammenstimmen. Dort, wo also dieser Kontrast hergestellt wird, wenn einem Begriff ein falscher Gegenstand subsumiert wird oder wenn einem Gegenstand der Anschauung ein falscher Begriff beigelegt wird. Dort kommt also die Anschauung und das Denken in einen Konflikt, und für Schopenhauer ist ja die Anschauung immer eigentlich das Primäre. Insofern ist auch die Komiktheorie hier eine kritische Theorie der Anschauung bzw. der Begrifflichkeit. Eigentlich die folgende Theorie hat eine große Wirkung gehabt, nämlich von Henri Bergson, das Lachen. Er interpretiert das nämlich als eine Form der Mechanisierung des Lebendigen, dort, wo etwas Lebendiges erstarrt. Ich möchte es an zwei Beispielen, an der Gesichtskomik und an der Sprachkomik. Das Gesicht, die Mimik, ist etwas Lebendiges, wo aber das Gesicht erstarrt. Man denke vielleicht an Buster Keaton, Pokerface. Dort ist ein Kontrast, nämlich das lebendige Gesicht ist gefroren, zu Eis erstarrt, und das ist so die Mechanisierung des Lebendigen, und all diese Formen der Erstarrung sind komisch. Und das gilt genauso natürlich für die Sprache. Die Sprache, der Redefluss ist etwas Lebendiges, wenn aber ein Politiker immer dieselben Stereotypen verwendet, dann ist auch seine Sprache erstarrt und das wirkt komisch. Bergson hat noch auf etwas anderes aufmerksam gemacht, was wichtig ist, nämlich, dass durch Komik auch so etwas wie eine moralische Anstalt unterhalten werden kann, nämlich indem man jemand auslacht, verlacht, wenn er einen Mangel hat, um ihn zu zwingen, die Norm der anderen anzunehmen. Das ist auch wieder ein typisches Verfahren bei Randgruppenwitze. Man verspottet sie, um sie durch den Zwang des Spottes zu veranlassen, dass sie die Norm der Allgemeinheit, welche das auch immer sein mag, wie problematisch die sein mag, anzuerkennen. Also eine Normenerzwingung, das ist ein wichtiges Thema. Bergson also die Erstarrung des Lebendigen, die Mechanisierung oder die Normenerzwingung auf der anderen Seite. Wenn wir so ein erstes Fazit machen zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, einen kleinen Rückblick, Zusammenfassung für das Erste, dann können wir sagen, Komik, Humor, das Lachen spielt einmal im theologischen Kontext eine wesentliche Rolle, nämlich als Konstitution eines polytheistischen Gottes, so bei Zeus, oder die Fixierung in seinen Grenzen, in seinen Körpergrenzen, Gestaltgrenzen durch Lachen, etwa der Hephaistos. Dann bei Hobbes die Selbstaffirmation, ein Affekt der Selbstbestätigung. Dann bei Jean-Paul die Aufdeckung einer unendlichen Gereimtheit, ein Skandal für die Vernunft. Oder bei Schopenhauer ein Subsumptionsverhältnis, im Idealismus bei Hegel die Autonomie und Freiheit des Subjekts durch Komik. Oder das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit bei Schelling.